Man spawnt ja nicht genau vor den beiden, sondern man muss diesen ganzen Kram ja auch noch machen. Ist jetzt nicht viel, aber es ist halt jedes Mal wieder zeitaufwendig. So. Kurz eine Truhe mitnehmen. Dunkle Barren. Scheint ja momentan ganz im Trend zu sein. Die finden wir nämlich im Moment nur noch. Und da ist der nächste Kommandant. Klappt doch. Mission abgeschlossen. Gehen wir zurück, Watches. Ja, aber warte, wenn wir das Trio erledigen, nachdem die Kartedaten suchen, was werden... Ihr habt sie immer noch nicht gefunden, dafür werden Köpfe rollen! Alles Suchen der Welt wird ihnen jetzt nicht mehr helfen. Dann waren es also die Herzlosen. Wir haben heute mehr Glück als die anderen. Dank deiner Neugier haben wir eine Abkürzung gefunden. Der Schlüssel zum eigenen Weg, was? Und direkt ins Grab. Netter Gedanke. Jetzt zur letzten Abkürzung. Ja, die Abkürzung ist auf jeden Fall angenehm, die nehme ich. Na wunderbar. Tag 195. So, Sykes. Zeit, uns mal wieder die nächste Aufgabe zu geben. Besiege den kunstvollen Flieger. Im Nimmerland sind kunstvolle Flieger auftaucht. Finde und besiege sie gemeinsam mit Axel. Auf geht's. Ich denke mal, wir werden fliegen müssen dafür. Fühlt sich wie eine halbe Ewigkeit an. Was denn? Dass wir so miteinander reden. Tun wir das wirklich schon so lang? Die Zeit verfliegt. Übrigens, sind wir hier richtig? Oh ja, wir sind da. Sieh mal, hier.
Was machst du da, Roxas? Das ist ja seltsam. Ich konnte doch fliegen. Ich brauche wohl dieses leuchtende Pulver dafür. Verdammt, nicht schon wieder! Hä? Die Stimme kenne ich doch. Wir graben und graben und alles, was wir finden, sind mehr Herzlose. Die kosten mich einfach zu viel Zeit. Wir müssen den Schatz finden, bevor es jemand anders tut. Das treibt mich noch in den Wahnsinn. Captain, wo gehen Sie hin, Captain? Zurück zum Schiff. Ich blase diese inneren Dinger in die Luft. Vielleicht können wir dann in Ruhe graben. Wenn Sie meinen, Captain. Was machen die? Letztes Mal haben sie irgendwas von Schatzkarten geredet. Graben nach Gold? Sieht eher danach aus, als würden sie nur Probleme ausgraben. Stimmt, aus irgendeinem Grund graben sie ständig herzlos aus. Du meinst, die Herzlosen verstecken sich im Boden? Da bin ich mir nicht so sicher. Hast du eine bessere Erklärung? Ich habe in dem Loch, das die gegraben haben, einzig eine Truhe voller Schrott gesehen. Und die Herzlosen waren in der Truhe? Weiß ich nicht. Vielleicht kommen sie auch woanders her. Zum Beispiel? Kam dir dem Kerl in Rot nichts komisch vor? Komisch? Wieso komisch? Also, im Moment können wir nur raten. Fangen wir dort an, wo sie schon gegraben haben. Vielleicht machen unsere Ziele gerade ein Nickerchen. Ja, mir ist schon Merkwürdigeres passiert. Mal wieder zur Grabungsstelle. Oh, hallo nochmal. Was? Bist du böse auf mich? Auch weil ich dir nicht zum Schiff gefolgt bin? Hey, Roxas, wen haben wir denn hier? Ich weiß nicht genau, ob ich's... Aber ich habe sie letztes Mal hier getroffen. Ich glaube, sie ist harmlos. Sie hat mir geholfen zu fliegen. Ja, ja, ich habe auch schon gesehen, wie toll du das kannst. Es ist wahr. Hier, hilf mir, es ihm zu zeigen. Kannst du uns noch was in leuchtendem Zeug geben? Was? Siehst du, ich hab's dir doch gesagt. Wie machst du das? Kann ich nicht sagen. Wenn man ins Pulver genommen hat, denkt man einfach, ich kann fliegen und zack. Ich kann fliegen und zack? Probier's doch auch mal. Na gut. Ich spüre nichts, Roxas. Komm schon, versuch's nochmal. Du musst mir glauben, Axel. Okay, ich glaube dir. Ich kann fliegen? Ich kann fliegen? Du kannst fliegen. Ich glaube, sie will immer noch, dass ich mit ihr zum Schiff sein, dass ich mir mit ihr das Schiff ansehe. Gehört, dass ich den Kern von vorhin? Wie sind das etwa unsere Freunde? Scheinbar nicht. Warum ist das dann so wichtig, dass wir... Ja, was war das? Feuer! Feuer frei! Schickt diese Herzlosen auf den Meeresgrund! Ei, ei, Captain! Sie greifen uns an? Nein, ich glaube, sie haben uns mit Herzlosen verwechselt. Na, großartig. Hey, Moment mal. Roxas, bist du verrückt? Komm zurück. Aber sie... Wir wissen nicht, was sie vorhat. Die Mission ist wichtiger. Finden wir diesen kunstvollen Flieger.
Oh, na gut. Pass auf, ich will dich nicht von der Kanonenkugel abkratzen müssen. Oh, Nasefall, es tut mir voll leid. Zweimal, denke ich, hätte einen alten Kumpel wieder getroffen, war anscheinend. Was sonst würde sie uns ja nicht mit irgendwem verwechseln? Was sonst würde sie uns ja nicht einfach so vertrauen? Und jedes Mal rennen wir einfach woanders hin und machen eine andere Mission. Selbst Roxas hat schon Mitleid bekommen und wollte jetzt ihr hier helfen. Und diesmal hat Axel was dagegen. Tut mir voll leid. Armes Naseweiß. So, hey. Zwei Gegner spawnen. Mal wieder genau das gleiche wie beim letzten Mal. Du hast hier alle Gegner, die auftauchen, was mit Wasser zu tun haben. Die Zipfler, die hier auftauchen, die Tröten, die hier auftauchen, die komischen Piloten, die hier auftauchen, auch dieses komische Drachenviech, was aufgetaucht ist, waren alles Wassergegner. Wir hatten hier bislang noch keinen einzigen anderen Gegner. So, das hätten wir. Auf. Ah, Endboss. Bist du der Endboss? Sieht aus wie ein normaler Gegner, aber die Endboss-Musik kommt. Okay, du bist doch der kunstvolle Flieger. Und dann würde ich vorschlagen, Feuer. Und Feuer. Und es leckt gerade ein wenig. Da kam der DS damals wohl nicht unbedingt klar, dass man jetzt hier fliegt. Viele andere fliegende Gegner kommen, gleichzeitig noch diverse Kanonenkugeln auf uns zu fliegen. Das ist wohl ein bisschen viel. So, war's. Fertig. Ich finde alle drei kunstvollen Flieger. Ich habe mich schon gefreut, ne? Naja, haben wir hier irgendwas vergraben? Nein, da ist gar nichts. Da ist wieder was. Aber erstmal. Haben wir hier den zweiten kunstvollen Flieger. Und ich haue meine gesamte Magie auf den ersten und wundere mich, warum der so wenig Leben hat. Das erklärt natürlich einiges. Wunderbar. Und damit wird uns nur noch ein kunstvoller Flieger. Der wird aber vermutlich nicht direkt nebenan sein, sondern ich vermute einfach mal, er könnte auf dieser Insel hier stecken. Nee. Das war eine Niete. Wahrscheinlich wird da unten auf der Karte eher in östlicher Richtung sein. In der erste in westlicher Richtung, der andere eher in südlicher Richtung war auf der Mittelinsel.
jetzt hier eher in östlicher Richtung. Wo ist die wieder? Da ist er. Dann können die denn übers Wasser gleiten. Steht einfach mal auf dem Wasser drauf. Kein Ding. Die können das. Unser Schatten ist auch auf dem Wasser, ne? Scheint voll das tiefe Meer zu sein, wenn wir auf der Wasseroberfläche schon einen Schatten sehen. Dann ist das Wasser vielleicht, keine Ahnung, einen Millimeter tief. Jetzt sammeln wir den Scheiß ein, so. Das ist, vermute ich mal, dass es hier sein könnte. Natürlich, die spawnen sie nicht. Warum sollten sie auch? Man kann ja mal hoffen, aber so viel bringen scheint die Hoffnung momentan auch nicht. So, danke. Jetzt sei hier bitte drin. Na super, perfekt. Wunderbar. Dann kann ich jetzt meine restliche Magie raushauen. Natürlich am besten, während er sein Schild hat. Das bringt immer voll. Ja, das war's. Ich bin abgeschlossen. Zurück zum Schloss und die arme Nase weiß wieder alleine zurücklassen. Ich hätte jetzt hier mal geholfen, weil es ist auch zu eurem Vorteil, meine Freunde. Da denken ja sowohl Roxas beim ersten Mal als auch Axel jetzt beim zweiten Mal nicht drüber nach. Denn wenn ihr jetzt ein zweites Mal ihr nicht helft, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass sie euch ein drittes Mal die Fähigkeit gibt zu fliegen. Und ohne die Fähigkeit zu fliegen, hättet ihr sowohl diese als auch die letzte Mission nicht meistern können. Das bedeutet, sie ist essentiell wichtig für eure Mission. Das heißt, ihr müsst euch mit ihr gut stellen, dass sie euch weiterhin helfen kann. Aber bei der nächsten Mission, in der ihr fliegen müsst, seid ihr aufgeschmissen, wenn ihr jetzt schon zweimal nicht geholfen habt. Aber da scheint ja wohl niemand drüber nachzudenken. Mission erfüllt, was für ein seltsamer Auftrag. Hey, du musst ihnen wenigstens Punkte für den Versuch geben. Ob es ihr wohl gut geht? Hä? Und deine kleine Freundin? Ja, vielleicht hätten wir sie begleiten sollen. Wir hatten doch keine Wahl. Das Schiff liegt nicht auf unserem Weg. Kopf hoch, sie wirkt ziemlich entschlossen. Sie wird schon schaffen. Ja, du hast wohl recht. Komm schon, kehren wir zum Schloss zurück. Asoziales Pack. Tut mir echt voll leid. Diese Deppen graben tatsächlich. Mein Plan geht auf. Das ist seltsam. Wo sind die Herzlosen hin? Der Plan geht nicht ganz auf, denn hier sind noch eine dritte Fraktion hat sich hier eingemischt, von der Carlo nicht gerechnet hat. Mit der Carlo nicht gerechnet hat. Oh.
Und bald die nächste Stufe. In der nächsten Mission werden wir die nächste Stufe erreicht haben. Also in Tag 196 können wir uns die nächste Mission noch gleich mal annehmen. Da können wir uns der nächsten Mission noch annehmen. Wie man es auch mal sagen möchte. So, jetzt hier genug gelabert. Weiter geht's. Besiege die Lawine. Immer noch im Nimmerland. Mal sehen, ob wir wieder naseweiß brauchen zum Fliegen. Mal sehen, ob das noch helfen wird. Aber diesmal sieht es eher wie eine Bodenmission aus. Da ist er auch schon. Es ging flott. Das ist ein Eiswesen. Hallo? Kann ich auch mal wieder anhalten, also. Hat er die ganze Zeit automatisch das kleine Viech anvisiert, was mich ein bisschen genervt hat. Okay, Blitz scheint ihm nichts auszumachen. Oh oh. Aber nachdem ich mich hier eben nur auf meine Magie verlassen habe, habe ich meine Heilung vollkommen außen vor gelassen. Alter, geh aus dem Weg, du kleines Drecksviech! Ich treffe den einfach nicht, weil jedes Mal die Kamera rumspackt, wenn der auf uns zufliegt. Jetzt haben wir wieder automatisch abvisiert. Super. Ja, jetzt mach ihn platt. Ein verkackter Schlag. Na also. Das war eine schnelle Mission. Weil das Viech schon am Spawn auf uns gewartet hat. Also wieder zurück. Und es hat natürlich nicht gereicht fürs nächste Level. Fehlen uns vielleicht, keine Ahnung, 3 Erfahrungspunkte oder so. Aber man kann halt nicht alles haben. Der nächste Zeitsprung. Tag 224. Anomalität. You seem to be struggling. A nobody is interfering, I think. A nobody. I keep trying to piece his memory back together. But what if some of the pieces got lost? There would be no way for me to finish. If that happened, and they found their way into someone else, he'd never get them back. Oh, I think he can do without a memory or two. But what if he needs those memories in order to wake up? What if they're the key? Namine. You are a witch who has power over Sora's memories, and those connected to him. Are you seeing something I cannot? If his memories become her memories, she will never survive it. She? Sie? Wir haben jetzt übrigens die Verbindung zu Chain of Memories und diesem Spiel endlich gehabt. Nicht nur, dass die gesamten Organisationsmitglieder zum Justice and Finance geschickt wurden, sondern jetzt haben wir auch die direkte Verbindung. Und ich kann euch nur soweit sagen, dass die Story hier ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, ja quasi mehr oder weniger direkt an Chain of Memories anschließt. Beziehungsweise an Chain of Memories anschließt, ist ja dieselbe Story, nur halt neu aufgelegt. Ja, und mit diesem kleinen Vorgeschmack, sage ich mal, verabschiede ich mich jetzt auch von euch für diese Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich weiß gar nicht, was ich von dem Mogi hier wollte.
Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Ich mache jetzt heute auf jeden Fall meine Aufnahmepause. Ich habe heute mehr als genug aufgenommen. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.